Kolleginnen und Kollegen, ich rufe jetzt auf Tagesordnungspunkt 67, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend eine Aktuelle Stunde, Landesregierung stärkt den Standort Hessen, innovative Firmengründung durch den Fintech-Hub Frankfurt, Drucksache 3506 aus 19. Und erster Redner ist Kollege Klose, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Landesregierung aus CDU und GRÜNEN hat sich zum Ziel gesetzt, den Finanzplatz Frankfurt zu einem der führenden Standorte für IT-getriebene Start-ups im Finanzsektor, sogenannte Fintechs, zu machen. Die in diesem Bereich entstandene und weiter wachsende Dynamik muss hier am führenden kontinentaleuropäischen Finanzplatz gefördert und genutzt werden, um Frankfurt Rhein-Main zu Deutschlands Fintech-Zentrum zu machen. Und wir stellen dafür die richtigen Weichen. Unsere heutige Aktuelle Stunde knüpft damit unmittelbar an die Regierungserklärung von Staatsminister Al-Wazir zum Megathema Digitalisierung an. Denn natürlich macht die Digitalisierung auch vor den Wertschöpfungsketten der Finanzbranche keinen Halt. Im Gegenteil, gerade hier zeigt sich, welche Innovationskräfte und Chancen sie freisetzt, wenn wir sie richtig nutzen und auch gegenüber den Herausforderungen und Risiken nicht blind sind. Fintechs, das sind Unternehmen, die Finanzdienstleistungen mit den technischen Möglichkeiten der digitalen Revolution verschmelzen. In Deutschland ist bisher der digitale Zahlungsverkehr das größte Marktsegment. Das reicht vom Bezahlen per Smartphone über Fotoüberweisungen bis hin zu Apps, mit denen der Zahlungsverkehr direkt abgewickelt werden kann. Und zum Geschäftsfeld der Fintechs gehören auch Crowdfunding- und Crowdinvesting-Plattformen, mit deren Hilfe viele kleinere Investoren gesucht werden können, um ein konkretes Projekt zu finanzieren. Und schließlich haben sich inzwischen auch automatische Anlageberatungen und Vermögensgeschäfte etabliert. Der Schub der Fintechs ist in den letzten Jahren auch dadurch befördert worden, dass inzwischen die Abwicklung von Online-Banking und anderen Finanzdienstleistungen über das Netz eine Selbstverständlichkeit ist und, ja, auch das aufgrund der Finanzkrise erschütterte Vertrauen in die Banken hat den Fintechs genutzt. Gleichzeitig gilt aber auch, gerade weil die meisten jungen Fintechs noch nicht profitabel und überwiegend auf die Zusammenarbeit mit Banken angewiesen sind, liegt darin eine große Chance für die etablierten Institute. Denn Fintechs fördern den Wettbewerb, sie tragen zur Diversifizierung des Finanzsektors und damit auch zu einer stabileren Kreditlandschaft bei. Die Deutsche Kreditbank beispielsweise kooperiert längst mit dem Fintech Cookies zur Abwicklung von Kleinüberweisungen mittels des Smartphones, und zwar ohne PIN- oder TAN-Nummern, wie man sie heute noch braucht. Die Schweizer Postbank, und das hört sich ja schon im doppelten Sinne nach einem eher konservativen Finanzdienstleister an, setzt auf die deutsche Fintech-Plattform MoneyMeets, über die ihre Kunden sich einen Überblick über ihre Konten, Fonds und Versicherungspolicen verschaffen können. Sie sehen, viele haben sich bereits auf den Weg gemacht. Und selbstverständlich stellt sich auch hier die Frage der Regulierung. Derzeit ist nämlich nicht immer auf den ersten Blick erkennbar, ob bestimmte Fintechs nur der Gewerbeaufsicht unterliegen oder ob sie eine Erlaubnis der BaFin benötigen. Für den Gesetzgeber kommt es deshalb darauf an, gleichzeitig angemessenen Verbraucherschutz und fairen Wettbewerb zu gewährleisten, ohne dass der Regulierungsrahmen Innovationskraft und Dynamik der Fintechs abwirkt. Als das Land, das den Finanzplatz Frankfurt beherbergt, sollten wir uns in diese Debatte aktiv einbringen. Minister Al-Wazir tut das ja auch bereits, meine Damen und Herren. Investitionen in deutsche Fintechs haben sich in den letzten Jahren vervielfacht. Waren es 2013 noch rund 80 Millionen €, stieg diese Summe 2014 auf 220 Millionen €, und im letzten Jahr waren es bereits rund 580 Millionen €, die in Fintechs investiert wurden. Die französische Regierung hat im vergangenen Jahr eine Fintech-Offensive gestartet. Wir haben also auch im Wettbewerb mit den europäischen Partnerländern keine Zeit zu verlieren. Der Aufbau des Existenzgründerzentrums in Frankfurt ist dafür ein weiterer wichtiger Schritt.
Und die WIBank hat mit dem Innovationskredit Hessen jetzt ja auch ein entsprechendes Förderprodukt für innovative und schnell wachsende Unternehmen und Gründungen in ihrem Portfolio. Das sind wichtige Bausteine zum genau richtigen Zeitpunkt. Denn auch die großen Geschäftsbanken investieren ja in dieses Segment. Beispielsweise der Main-Inkubator der Commerzbank unterstützt seit 2014 Start-ups mit Beteiligungskapital, Know-how und Büroräumen. Die Deutsche Bank will noch in diesem Jahr eine Digitalfabrik mit 400 Expertinnen und Experten in Frankfurt starten. Und die Deutsche Börse hat im April ein Fintech-Zentrum eröffnet und will auch eine eigene Investitionsplattform schaffen, um in Fintechs investieren zu können. Das alles ist doch kein Zufall. Hier in Hessen, in Frankfurt-Rhein-Main, verfügen wir über herausragende Infrastruktur, über ausgezeichnete Hochschulen, über einen traditionellen und gleichzeitig innovativen Finanz- und, das ist mir in diesen Tagen besonders wichtig zu betonen, auch einen etablierten Börsenhandelsplatz. Kollege Klose, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Hier existieren damit die besten Voraussetzungen für die Ansiedlung erfolgreicher Fintech-Unternehmen. Es ist sehr gut, dass die Landesregierung diesen Schatz hebt. Wir werden sie dabei nach Kräften unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollegin Wissler, DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Um was geht es? Fintech, kurz für Finanztechnologie, ist zunächst einmal ein gehypter Trendbegriff, ähnlich wie die Start-ups, zu denen die Fintechs ja letztendlich auch gehören. Hinter diesem unscharfen Begriff verbirgt sich ein Sammelsurium von völlig unterschiedlichen Geschäftsmodellen, die man differenziert betrachten muss, statt sie pauschal zu bejubeln. Sehr viel Geld fließt derzeit in diese Unternehmen. Spekulanten investieren Milliarden auf der Suche nach dem sogenannten Einhorn, dem einen seltenen Unternehmen unter den vielen, das Erfolg hat und tatsächlich das nächste Amazon oder Facebook wird und seinen Wert 40-tausendfachen könnte. Diese Goldgräberstimmung basiert natürlich auf einem Glücksspiel. Manche sprechen schon von einer neuen kleinen Dotcom-Blase. Und wir wissen alle, dass diese Blasen eben irgendwann auch platzen können. PayPal, das wohl etablierteste Fintech, ist an der Börse schon längst mehr wert als die Deutsche Bank. Oft machen Unternehmen noch keinen Gewinn, sind aber schon Millionen wert. Gemeinsam ist diesen Modellen, dass sie in der Regel auf Automatisierung setzen, wo vielleicht vorher noch Menschen beteiligt waren, dass sie versuchen, durch Algorithmen Geld aus dem Nichts zu schaffen und dabei den Einsatz menschlicher Arbeitskraft so klein wie möglich zu halten. Natürlich ist es ein positiver Nebeneffekt, wenn die etablierten Banken durch die neue Konkurrenz dazu getrieben werden, beispielsweise kundenfreundlichere Dienstleistungen anzubieten. Auch haben manche Produkte wirklich einen realen Nutzen, z. B. bei preisgünstigen internationalen Überweisungen. Es gibt aber auch Geschäftsmodelle wie Wucherkredite per App und automatisierte Finanzsparspekulationen, wo ich jetzt sagen würde, denen muss man auch nicht unbedingt den roten Teppich ausrollen in Hessen. Die Automatisierung bedeutet oft den Wegfall persönlicher Beratung und damit letztlich auch von Arbeitsplätzen. Zwar wird auch bei den klassischen Banken sehr viel automatisiert, aber gerade bei den kleinen Instituten entscheidet eben immer noch ein Mensch am Ende über den Kredit. Die automatisierten Modelle hingegen basieren rein auf Daten. Das Trendstichwort ist Big Data. Und das früher nur im Bonitätsbereich übliche Scoring hat sich inzwischen auf viele Felder ausgebreitet. Computer gucken auf ihre Daten und errechnen ihren Gesundheitszustand, Charaktereigenschaften oder die Wahrscheinlichkeit von Schwangerschaften und entscheiden dann danach über das Schicksal. Automatisierte Dienstleistungen pflastern den Weg in eine Daten- und Scoring-Gesellschaft. Aufhalten können wir das wohl nicht, aber ich halte es schon für notwendig, dass der Gesetzgeber das wachsam begleitet. Datenschützer kritisieren Fintechs daher auch regelmäßig. Es gibt eine ganze Reihe fragwürdiger Geschäftsmodelle. Und natürlich, wenn irgendwo wieder eine milliardenschwere Spielwiese entsteht, dann will der Finanzplatz Frankfurt natürlich auch dabei sein. Neidisch blickt man nach Berlin, wo sich die hippen Start-ups ballen. Die Fintech-Hub-Trägergesellschaft aus Land Hessen und Stadt Frankfurt, Uni, WIBank, KfW und anderen stellt nun
eine Hochhausetage in Frankfurt für Existenzgründerinnen und Gründer zur Verfügung. Das ist als Wirtschaftsförderung, meine Damen und Herren, ja erst einmal kaum der Rede wert. Es stellt sich höchstens die Frage, ob es nicht vielleicht auch ein paar etwas günstigere Räume als ein Hochhaus an der Messe getan hätten. Und auch die Deutsche Börse hat im April ein solches Fintech-Hub in Frankfurt eröffnet, also ein paar Büroräume zur Verfügung gestellt. Ganz uneigennützig ist das auch an der Stelle nicht. Wie die anderen etablierten Unternehmen beobachtet sie den innovativen Start-up-Bereich genau, um sich potenzielle Konkurrenten schnell einverleiben zu können. Viele Gründer zielen gar nicht primär auf tragfähige Geschäftsmodelle, sondern sie hoffen direkt auf eine Millionenübernahme. Im letzten Jahr beispielsweise hat die Deutsche Börse die unabhängige Handelsplattform 360T für etwa eine Dreiviertel-Milliarde-Euro übernommen. Mit Rationalität hat das also kaum noch etwas zu tun. Und wie wir wissen, Blasen entstehen, wenn Unternehmen an den Börsen vollkommen überbewertet sind, wenn also ihr Börsenwert mit dem tatsächlichen Wert überhaupt nicht mehr in einer Relation steht. Und daher gilt eben auch für die Fintechs ganz besonders, sie dürfen nicht unter dem Radar der Regulierung bleiben. Das gilt für den Verbraucherschutz. Und das gilt natürlich insbesondere für den Bereich der Finanzmärkte, wo ja nach der Bankenkrise zumindest ansatzweise etwas strengere Regulierungen durchgesetzt wurden, wobei das bei weitem noch nicht weit genug geht. Sie wissen, dass wir da ganz andere Dinge fordern. Kleine, hochautomatisierte Unternehmen, die praktisch nur im Netz existieren, sind für Gesetzgeber dabei kaum noch greifbar, weil sie sich überall ansiedeln können. Ja, Existenzgründerinnen und Existenzgründer haben auch Unterstützung verdient. Die jungen Fintech-Unternehmen sind aber nicht per se besser oder schlechter als die klassischen Banken. Deswegen müssen sie von der Politik genauso kritisch im Auge behalten werden wie der Rest der Finanzwirtschaft. Deshalb, ich komme zum Schluss, es mag kluge Konzepte unter den Finanz-Start-ups geben, die für Verbraucher und Realwirtschaft sinnvoll sein können. Was wir nicht brauchen, sind noch mehr technologiegetriebene Finanzmarktprodukte, ob in Frankfurt oder sonst wo. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Eckert, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Finanzwirtschaft steht mitten in einem tiefgreifenden Wandel. Finanzgeschäfte werden durch zunehmende Digitalisierung und dadurch auch entstehende neue Dienstleistungen geprägt. Das ermöglichen sogenannte Fintechs, wie es eben auch immer wieder schon angesprochen worden ist, nämlich junge Unternehmen, die auf Basis neuer Technologien sowie kundenzentrierten Ansätzen Angebote für den Finanzsektor erbringen. Sie treten mit dem Anspruch an, dass Kunden dank moderner Technik einfacher und günstiger sparen, bezahlen und Geld leihen können als bei traditionellen Banken. Möglich ist es so, mobiles Bezahlen von Smartphone zu Smartphone oder Apps, die die Geldanlage mit der höchsten Rendite innerhalb von Sekunden aufspüren, Eröffnung von Konten per App, Geldanlegen auf dem Sofa und Geldtransfers in Sekunden sind so möglich. Mehr als 1 Milliarde, meine Damen und Herren, Menschen werden dieses Jahr ihr Smartphone für Online-Banking nutzen. Fintechs setzen auf Geschäftsmodelle mit dem Fokus auf Nutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit. Aber, und das ist völlig zu Recht eben angesprochen worden, Fintech ist nicht gleich Fintech, und deswegen braucht es natürlich unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen für diese Finanzdienstleistungsprodukte in dem Bereich. Deswegen völlig d'accord, da brauchen wir den regulatorischen Rahmen, den wir aber nicht als Land Hessen zu bestimmen haben, aber mit daran arbeiten möchten. Und ja, welcher Standort in Deutschland wäre prädestinierter für die Frage von Ansiedlung von Fintechs als der Finanzmarkt Frankfurt-Rhein-Main? Auf der einen Seite traditionelle, klassische Finanzwirtschaft, auf der anderen Seite innovative, kluge Köpfe, die das zusammenbringen, die die Bedürfnisse, die Nachfragen von Kundinnen und Kunden zusammenführen und mit Ideen und Tatkraft Lösungen entwickeln. Das ist gut und richtig, wenn dann auch etablierte Unternehmen wie die Deutsche Bank, die Börse und andere mehr auch in Zusammenarbeit mit dem Land Hessen entsprechend mit so einem Fintech-Hub vorangehen und den Standort vorantreiben.
Wir waren letzte Woche gerade, Kollegin Faeser, der Bundestagsabgeordnete Dr. Zimmermann und ich, in Frankfurt nämlich gerade zu dem Thema unterwegs. Insoweit herzlichen Dank für Bündnis 90 Die Grünen, dass wir darüber einmal reden können. Weil, wenn Sie das nämlich sehen, was da A an Dynamik dabei ist, was dort an Ideen dahinter steckt und mit welchen Schwierigkeiten dort natürlich trotz allem auch gearbeitet wird, sehen wir auf der einen Seite, es ist gut und richtig, in diesem Bereich tätig zu sein. Aber sich immer nur zu fokussieren, ausschließlich auf den Bereich Fintech, wäre dann auch deutlich zu kurz gesprungen. Weil ich glaube, mit der positiven Erfahrung jenseits des Hypes um Fintechs, mit der positiven Erfahrung über die Frage von, wie unterstützen wir eine gründerfreundliche Gesellschaft, wie organisieren wir, dass Innovationen in Deutschland auch entsprechend in den Markt kommen, mit Unternehmen in Deutschland, im Idealfall in Hessen, in Frankfurt, Rhein-Main, im Finanzplatz, bei Fintechs, all diese Themen. Wenn das Ergebnis dieser Debatte rund um Fintechs ist, dass wir Gründungen fördern, unterstützen und begleiten wollen, dass wir zeigen, dass diese Entwicklung hin zu innovativen, technologiegetriebenen Unternehmen wir hier in Hessen haben wollen und uns stärker und besser aufstellen wollen, dann ist das gut und richtig. Wir dürfen aber bei dem Thema Fintech lange nicht stehen bleiben, meine Damen und Herren. Denn die Gretchenfrage, die dahinter steht, wie sieht Arbeit von morgen natürlich aus und wie organisieren wir auch Arbeit von morgen? Da können wir jetzt Bausteine setzen. Wir können die Grundlage dafür legen, dass wir Arbeit von morgen hier in Hessen, in Frankfurt, Rhein-Main organisieren. Denn wir sind noch lange nicht so gut, wie wir es vermeintlich immer wieder darstellen. Wir brauchen uns nicht umzuschauen und zu behaupten, wir sind besonders toll. Aber wir sind auf einem guten Wege. Daran sollten wir weiterarbeiten. Deswegen brauchen wir Initiativen wie das Fintech Hub und andere Dinge mehr für Innovationen und Gründungen. Innovationsfreundliches Klima lässt sich nicht politisch verordnen. Wir können aber das Klima dafür schaffen, die Rahmenbedingungen, damit Innovationen und Gründungen bei uns am Standort Hessen, in Frankfurt, Rhein-Main in diesem Fall besonders, auch möglich werden. Aber, meine Damen und Herren, eins will ich dann auch noch einmal sagen. So sehr wir uns da sicherlich dann darüber einig sind, was wir als Bundesland Hessen denn tun können, den regulatorischen Rahmen insbesondere, den setzt der Bund. Die Frage von Wagniskapital und ähnliche Dinge mehr ist der Bund in der Verantwortung. Und wir als Sozialdemokraten müssen dann dem Koalitionspartner entsprechend immer wieder auf Bundesebene deutlich machen, was dort noch an Hausaufgaben zu machen ist. Und diejenigen, die blockieren, ist auf Bundesebene die Union, ist Schäuble und ist auch das Bundesland Hessen bisher noch nicht mit innovativen Anträgen über den Bundesrat in Erscheinung getreten, um deutlich zu machen, wir brauchen hier eine Veränderung. Kollege Eckert, kommen Sie bitte zum Schluss. Deswegen, meine Damen und Herren, das ist eine positive Initiative. Wir haben aber, Herr Minister, noch viel Arbeit vor uns, dass Sie in Hessen und wir auch im Bund mit dem jeweiligen Koalitionspartner, nämlich der Union, denen ein bisschen Beine machen, weil Sie verschlafen nämlich aktuell die Entwicklung in diesem Bereich. Sie verschlafen mit Ihrer Blockade- und Verschiebehaltung wichtige Weichenstellungen für Arbeit von morgen, die wir jetzt schaffen müssen, damit wir auch in 10 und 20 Jahren gut aufgestellt sein wollen. Wir sind dafür bereit und werden unseren Beitrag leisten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Initiative zur Förderung der Start-ups in der Finanzbranche, jetzt in Frankfurt, ist richtig, absolut richtig und notwendig und findet unsere komplette Zustimmung. Es gibt den einen oder anderen Kollegen, der hat gesagt, ich sollte doch einmal die Landesregierung loben. Das tue ich hier gerne an dieser Stelle. Das mache ich gerne. Meine Damen und Herren, Rede werden hinsetzen. Ne? Das wird Ihnen noch mehr gefallen, weil ich habe ja die Rede von dem Kollegen Eckert auch aufmerksam zugehört. Und er hat ja recht, dass wir gerade bei der Frage neue Märkte, neue Unternehmen, digitale Welt auch Rahmenbedingungen diskutieren müssen. Das ist nicht nur
bei Fintechs, das ist auch bei Unternehmen wie z.B. Uber oder Airbnb. Da sind viele offene Fragen, wo sich Politik noch mit befassen muss. Und wenn Sie den Ball, Herr Kollege, jetzt nach Berlin schießen, dann müssen Sie sagen, also es gibt da auch zwei Bundesminister, die da ganz maßgeblich für zuständig sind. Das ist der Justizminister und der Wirtschaftsminister. Also von daher. Von daher können Sie viele Fragen auch sicherlich mit den Parteifreunden klären, die Sie da haben. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass es richtig ist, dass wir hier die Start-ups für die Finanzbranche stützen. Ich glaube, dass es gerade im Hinblick, was den Finanzplatz Frankfurt anbelangt, auch mit den Teilaspekten, was wird aus der deutschen Börse, was passiert beim Brexit, dass wir dort gut aufgestellt werden, gut aufgestellt sein müssen, meine Damen und Herren, und dass dieses Netzwerken von etablierten Unternehmen mit Gründern hervorragend funktioniert und dass es innovative Ideen und eine Standortsicherung mit sich bringt, das hat nicht zuletzt auch die Entwicklung der deutschen Börse in der Vergangenheit gezeigt, meine Damen und Herren. Und Frau Wissler, wenn Unternehmen an der Börse jetzt ich sag mal, stark gehandelt werden. Hat das da etwas damit zu tun, dass die Investoren auch in die Zukunft solcher Unternehmen investieren, weil sie an solchen Unternehmen glauben? Mit Spekulation hat das nicht so allzu sehr viel zu tun, sondern das hat natürlich auch etwas damit zu tun, ob man an solch einem Unternehmen dann auch beteiligt sein will, an den Zukunftsperspektiven, die sich daraus ergeben können. Aber bei allem dem Lob muss man eines auch sagen, lassen Sie uns nicht vergessen die Existenzgründer in der Old Economy. Lassen Sie uns nicht vergessen, dass es nicht nur Hightech-Unternehmen sind, die sind auch alle sehr, sehr spannend, aber wir müssen unsere Förderprodukte an alle Unternehmen ausrichten. Die Wertschöpfung ist bei der Old Economy viel leichter zu fassen und viel leichter zu begreifen. Meine Damen und Herren, und wir müssen uns dann schon einmal fragen, ob denn die Bürgschaftsprogramme, die wir dort alle als Land so zur Verfügung stellen, ob die denn wirklich greifen. Sind unsere Landesprogramme wirklich richtig ausgerichtet? Decken sie die Interessen wirklich des Haushaltsgesetzgebers ab, Wagniskapital zur Verfügung zu stellen, oder sind sie eher dazu geneigt, ein typisches Bankgeschäft abzudecken? Meine Damen und Herren, da haben sich sicherlich auch bei der Beratung mit der WI-Bank einige Aspekte ergeben. Das ist aller Mühe wert, dass wir darüber einmal diskutieren. Aber ansonsten kann man die Landesregierung an dieser Stelle auch heute einfach einmal loben. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Reif, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Einer Studie der Wirtschaftsberatung Ernst & Young aus dem März dieses Jahres zufolge herrscht derzeit im deutschen Fintech-Sektor Gründerstimmung. So sind seit 2015 die Zahl der jungen Technologieunternehmen auf diesem Sektor gewaltig gestiegen, um 32 auf 251. Und innerhalb von Deutschland haben sich zwei Regionen als Fintech-Zentren etabliert. Das ist einmal Berlin mit derzeit 69 Unternehmen und die Rhein-Main-Neckar-Region mit 59 Unternehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das zeigt, dass die Rhein-Main-Region, so die Studie, besonders innovativ und besonders stark wächst. Frankfurt ist also damit der ideale Platz für die Gründerszene der sogenannten Fintechs. Hier finden Gründer die idealen Voraussetzungen zur Entwicklung dieser neuen und innovativen Produkte für die internationale Finanzindustrie, aber auch interdisziplinär. Meine Damen und Herren, hier gibt es weltweit nur wenige vergleichbare Standorte. Das ist natürlich die Gründerszene im Silicon Valley, das ist natürlich New York und Großbritannien, London. Aber wir haben in Frankfurt mit unseren Voraussetzungen mehr als 300 nationale, regionale und lokale Bankinstitute, eine Fülle von Versicherungsunternehmen,
eine Fülle von professionellen Anwaltssozietäten, die in diesem Sektor tätig sind, und auch Steuer- und Wirtschaftsprüferinstitute, die man benötigt, um in dieser Gründerszene einen runden Ball zu machen, um den Gründern auch die Andockmöglichkeiten zu bieten, hier entsprechend auch das Fachwissen einzusaugen, um auch Produkte zu entwickeln, die dann am Markt gängig sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem Auftritt technologiegetriebener kleiner Start-ups wird auch der Wettbewerb in der Finanzindustrie intensiviert. Wir alle wissen, dass die Finanzindustrie ein sehr konservativer Bereich der Dienstleistungsgesellschaft ist. Sie sind nicht unbedingt verschlossen gegenüber Neuerungen, aber sie sind in diesem Sektor sehr behäbig. Hier sieht man beispielsweise, dass das deutsche Sparkassenwesen nun auf einmal auf den Dreh gekommen ist, dass sie auch ein Sicherheitssystem für das Kartengeschäft etablieren müssen und dieses nicht alleine einem Wettbewerber wie PayPal überlassen darf. Man sieht also, dass man durch diese Gründungsinitiativen natürlich auch getrieben wird und dieses Treiben in einen Sektor der Dienstleistungen, die bisher sehr konservativ sind, ist eine gute Entwicklung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die digitalen Lösungen zu dem Zahlungsverkehr oder das Management von Depositeneinlagen können das ebenso sein wie aber auch branchenübergreifende Konzepte zwischen der Finanzindustrie und anderen Marktteilnehmern und Dienstleistungen. Ein Beispiel dafür wurde beispielsweise von Daimler-Benz entwickelt, und zwar am Standort leider im Silicon Valley in San Francisco. Hier wurde eine App entwickelt, die mittlerweile am Markt ist und probiert wird, wo Interessenten die Möglichkeit haben, ein Fahrzeug zu einem entsprechenden Fixpreis zu suchen, dabei die Auswahl eines Modells vorzunehmen, die Motorleistung, die Ausstattung, die Farbe, das Zubehör, den Preis, den Versicherungsschutz und vieles andere mehr zusammenzubilden und dieses Fahrzeug sich dann beim entsprechenden Händler vor Ort ausliefern zu lassen. Das sind beispielsweise interdisziplinäre Produkte, die sowohl das eine im Bereich von Fintech, das andere im Bereich von Vertrieb, aber auch von herstellerbezogenen Daten mit einbeziehen. Und das ist meines Erachtens eine gute Voraussetzung dafür, dass man die Dinge ordentlich auf den Weg bringen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Politik müssen wir ein Interesse daran haben, die Start-ups als Innovationsmotoren in Hessen anzusiedeln und die Rahmenbedingungen zu schaffen, die Gründern die Verwirklichung ihrer Ideen und Pläne gemeinsam mit anderen Akteuren möglich zu machen. Das nun entstehende Gründerzentrum ist hierzu ein wirklich guter entstehender Schritt. Ich glaube, dass wir damit auch einen Schritt tun, um die Gründerszene insgesamt im Lande Hessen und im Rhein-Main-Gebiet gemeinsam mit unseren hervorragenden Universitäten im Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus zu einem runden Ball zu machen. Ich darf mich bei Herrn Wirtschaftsminister Al-Wazir sehr herzlich dafür bedanken, dass er die Initiative übernommen hat und dabei auch den Schrittmacher spielt. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Al-Wazir. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe Ihnen im März bei der Regierungserklärung zu unserer Strategie Digitales Hessen gesagt, dass wir an vielen unterschiedlichen Bereichen immer wieder auch in diesem Parlament über die Frage diskutieren werden, was verändert sich in den unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben das am Dienstag in der Frage digitale Agenda für das Recht schon diskutiert, und wir machen das heute im Bereich Fintech, weil klar ist, dass wir die Chancen der Digitalisierung nutzen wollen und gleichzeitig natürlich die Veränderung der Rahmenbedingungen dann auch nachvollziehen müssen. Das betrifft natürlich auch die Regulierung. Wir haben auch schon mit der BaFin über die Frage geredet, inwieweit wir an diesen Punkten auch denen, die dort im neuen Fintech-Hub
arbeiten sollen, Ideen entwickeln sollen, z.B. die Fragen, die sie haben, zur Regulierung schnellstmöglich beantworten können. Auch das gehört sicherlich zur Attraktivität eines solchen Zentrums hinzu. Aber erst einmal vielleicht, warum machen wir das eigentlich? Der gerade für den Kollegen Merz will ich das sagen, weil der Kollege Merz und ich, wir kommen ja aus einer anderen Zeit. Wir beide haben wahrscheinlich in unserer Jugend alle immer Knacks, das Sparkassenmagazin, gelesen, sind brav am Weltspartag mit unserer roten Spardose zur Sparkasse gegangen, haben das auf unser Sparbuch eingezahlt und waren danach glücklich. Jetzt muss ich Ihnen sagen, Herr Kollege Merz, die meisten, die heute sozusagen unterwegs sind und sich erstmals mit Finanzfragen beschäftigen, die machen das nicht so. Die machen das ganz anders. Wir erleben, dass die Welt in diesen Bereichen wirklich in einer Geschwindigkeit im Umbruch ist, dass neue Dienstleister und Wettbewerber in den Markt drängen und dass natürlich alte Modelle von Banken nicht mehr funktionieren werden in der Zukunft. Das wird so sein. Ich will an der Stelle noch einmal sagen, der Wandel findet statt. Er findet statt. Und diese Firmen entstehen und diese Dienstleistungen entstehen. Und wenn sie stattfinden, und das wird so sein, das passiert gerade, dann sollen sie auch am Finanzplatz Frankfurt stattfinden. Wo denn sonst, meine sehr verehrten Damen und Herren? Deswegen ist unser Ziel, ein attraktives Umfeld zu bieten, Neugründungen zu fördern, aber auch inzwischen etablierte Fintechs langfristig am Standort zu halten. Und jetzt prüfen Sie sich alle einmal selbst. Wann waren Sie das letzte Mal in einer Bankfiliale? Oder wenn Sie eine Versicherung abgeschlossen haben, wann haben Sie das eigentlich? Sind Sie da zu Ihrem Versicherungsvertreter um die Ecke gegangen oder haben Sie erst einmal auf bestimmten Vergleichsportalen nachgeschaut? So, und da merken Sie schon, was da passiert und dass wir viel dafür tun müssen, dass wir an dieser Stelle diesen Wandel, der stattfindet, bei uns bekommen. Jetzt gibt es andere, die werben für sich, dass sie arm, aber sexy sind. Ich sage, wir wollen nicht arm werden. Aber wir wollen jetzt auch sexy werden. Und das genau ist auch einer der Gründe, warum wir uns da engagiert haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die exzellenten Voraussetzungen der Region, eine weltweit führende Rolle beim Thema Fintech einzunehmen, sind erstens, Frankfurt ist der wichtigste Finanzplatz im Euroraum. Rhein-Main-Neckar ist Europas führender Standort für Hardware- und Softwareentwicklungen. Wir haben wissenschaftliche Expertise und Spitzenforschung in zentralen Bereichen wie der Cybersecurity, gerade rund um Darmstadt. Das ist sozusagen das Security Valley mindestens Europas, wenn nicht der Welt. Und wir haben eine starke Stellung von angrenzenden Branchen, die da auch von profitieren können, Stichwort Mobilität und Logistik oder neue Bezahlverfahren. Das heißt, wir haben die Chance, hier in Frankfurt wirklich etwas zu beginnen. Deswegen habe ich mich Ende letzten Jahres dafür entschieden, ein bisschen ins Risiko zu gehen und einfach eine offene Einladung auszusprechen für einen Termin Ende Januar. Und hat gesagt, jeder, der präsentieren möchte, sein Konzept für ein Fintech-Zentrum ist frei. Wir wussten überhaupt nicht, ob da irgendwas kommt. Wir wussten auch nicht, in welcher Qualität es kommt. Ende Januar kamen wir dann in der Uni zusammen und siehe da, es gab viele verschiedene Konzepte, aus denen sich jetzt auch etwas entwickelt hat. Wir wollen einen Fintech-Hub gründen durch eine Gesellschaft und wesentliche Kerne dieser Gesellschaft werden natürlich sein das Land Hessen, die Stadt Frankfurt, aber auch beispielsweise die Goethe-Universität und die WIBank. Wir wollen eine Plattform schaffen, auf der alle Akteure der Community angrenzender Technologiebereiche sowie wissenschaftliche Institutionen zusammenwirken können. Die soll neben natürlich der reinen Bereitstellung attraktiver Bürofläche auch wesentliche Aufgaben zum Ausbau und Verbesserung aller relevanten Faktoren für eine erfolgreiche Entwicklung leisten. Community Building, zentrale Anlaufstelle für Delegationen und Investoren, Bewerbung und Vermarktung natürlich des Ganzen, Förderberatung, Koordination und Anbindung wissenschaftlicher Aktivitäten. Wir haben großes Interesse. Wir rechnen mit vielen sogenannten Platin-Sponsoren aus dem Finanzplatz. Wir haben großes Interesse an Mietern, die sich gemeldet haben, größere Player aus dem Bereich der Finanzdienstleistungen, etablierte Fintechs.
Start-ups. Ich sage mal so, das Ding wird ein Erfolg, oder neudeutsch könnte man sagen, läuft. Wir haben eine favorisierte Immobilie. Herr Staatsminister, darf ich an die Redezeit? Ja, ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Wir haben eine favorisierte Immobilie, das Pollux in unmittelbarer Nähe zur Messe. Das bietet auch wegen der Wachstumsmöglichkeiten und der Skalierbarkeit der Flächen, der guten Lage der baulichen Voraussetzungen, optimale Voraussetzungen für ein Fintech-Zentrum. Ich will ausdrücklich sagen, wir wollen, dass alle weiteren Schritte zur Gründung und Ausgestaltung des Fintech-Zentrums weiterhin in einem offenen und transparenten Prozess fortgeführt werden, in dem sich alle Interessierten mit ihren Ideen und Meinungen einbringen können. Wir gehen davon aus, dass wir im Oktober starten. Dann lade ich Sie alle zur Eröffnung ein. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist die Aktuelle Stunde, Tagesordnungspunkt 67, abgehalten.